Moin, herzlich willkommen hier zur Samstagvormittagsausgabe Let's Play LS17. Ich muss gerade mal gucken. Ja, Samstagvormittagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfachmap, Version 2.0 ohne Gräben. Und was soll ich sagen? Wir sind auf Feld 11. Und... Entschuldigung, ich muss mal kurz niesen, konnte das zum Glück unterdrücken. Da muss ich erstmal den Feldrandkurs hier, habe ich berechnen lassen. Feldrandkurs 11. Grasfeld 11 ist das. Und jetzt 11, 14 Meter Breite, Startposition, aktuelle Fahrzeugposition. Vorgewende, ja, möchte ich 3 Stück haben, die möchte ich aber hinterher machen. Und jetzt, machen wir es nochmal. Vergessen habe, hier das hier Feldinseln umfahren zu sagen. Ja. Schauen wir mal. Stehe ich? Wo ist der Anfang? Anfang ist am anderen Ende vom Feld. Das macht ja nichts. Da kann man ja eben hinfahren. Ballen wickeln an, Ablagemodus automatisch, ja, sehr schön. Können wir auch den eigentlich schon mal ausklappen, weil der sich eh gleich wieder einklappt. Daher ist es auch egal. Und wir machen dann hier oben auch mal eben. Oh. So. Den speichern wir mal. Big M. Ach Quatsch. Abfahrer einstellen. Dann gucken wir mal. Oh, die Preise für Silage gehen schon in den Keller. Ich krieg schon längst nicht mehr so viel, wie ich da vorher für gekriegt habe. Aber das ist jetzt auch nicht dramatisch. Das ist gar nicht dramatisch. Mäht er denn überhaupt? Ja. Er mäht. Das funktioniert alles bestens. Wunderbar. Und jetzt gucken wir mal. Wo war denn jetzt? Wo waren denn meine ganzen Big Ams? Ich soll ja angeblich noch einen haben. Okay, das ist der, der da oben fährt. Der da unten fährt. Gerade eben. Aha, da ist noch einer. Big M ist als Traktor mit eingruppiert. Aha. Warum auch immer. So,
So, das ist der da oben. Das ist der da unten. Und das hier ist ein anderer, eigentlich. Aber in dem sitze ich dann auch schon drin. Ja, das passt ja nicht. Das passt ja irgendwo nicht mit den Big M's, aber egal. Haben wir also nur zwei scheinbar. Gut, dann ist das so. Dann müssen wir damit leben. Ich werde deshalb jetzt nicht noch ein Big M kaufen. Wir können ja, wir haben genug Zeit. Die können hier parallel schön in Ruhe laufen. Interessiert uns nicht weiter. So. So, was haben wir denn hier unten an Fahrzeugen? So. Haben wir hier noch irgendwas, womit ich... Futter verteilen kann? Ja, haben wir. Dauert zwar ein bisschen länger, aber macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Wir sind ja jung, wir können warten. Also verteilen wir jetzt erstmal hier Futter. Das muss ja auch sein. Wie ist das? Habt ihr gestern den Livestream geguckt? Heute Abend gibt es wieder einen. Kommt gerne wieder dazu. So, dann können wir dann auch bald wieder anfangen, hier Rinder zu verkaufen. Ah. Wo müssen wir noch ganz hin? Aha, hier hinten ganz. Naja, gut. Auch nicht schon wieder. Boah, der Radlader geht mir aber echt auf den Keks. Habe ich es mal mit einer anderen, mal mit einer Silagegabel probiert. Aber er fährt ja, die Schaufel ist ja eigentlich schon voll und er fährt ja trotzdem so weit. Das ist ja das Schizophrene.
Ich fahre damit jetzt mal zum Shop. Ich kaufe mir jetzt mal eine Silagegabel. Mal gucken, ob es damit besser geht. Ich glaube es zwar nicht, aber... Erstmal gucke ich, ob ich überhaupt eine im Shop habe. Wo finde ich das denn? Tabakware. Universalschaufel. Silagegabel. 10.000 Liter. Kaufen wir mal schnell eine Silagegabel. Beziehungsweise haben wir ja schon gekauft. Ich glaube nicht, dass es damit besser geht, aber wir lassen uns gerne eines Besseren belehren. Dumm-di-dumm-di-dumm, das kann dauern. Bis zum Shop. Ups. Super. Wir haben genug zu fressen und zu saufen. Das, was ich jetzt machen muss, ist hier wirklich, ich brauche Gras und Silage. Vielleicht auch noch ein bisschen Heu. Muss man mal gucken. Und da ist unsere niegelnagelneue Silagegabel. Ja, und wie wir die einsetzen und ob die uns hilft. Das seht ihr in der nächsten Folge. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst das, Kommentar, Like, Abo, es hilft mir alles sehr. Und ja, kommt mich bei Facebook besuchen, kommt auf meiner Homepage vorbei, guckt heute Nachmittag die Ausgabe, guckt heute Abend in den Livestream. Würde mich alles freuen, wenn ich euch da sehe.
meldet euch im Chat und so weiter und so fort. In diesem Sinn sage ich jetzt erstmal ciao.